Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Vielleicht war es nur ein Zufall, aber nur einen Tag, nachdem Bundesinnenminister de Maizière die deutsche Öffentlichkeit vor mutmaßlichen Anschlagsvorhaben noch diesen Monat gewarnt hat, haben Sicherheitskräfte am Flughafen der namibischen Hauptstadt Windhoek einen verdächtigen Fund gemacht. In einer Tasche, die auf ein deutsches Flugzeug Richtung München sollte, wurden Batterien gefunden, die per Kabel mit einem Zünder und einer laufenden Uhr verbunden waren. Möglicherweise war es zwar kein echter Sprengsatz, aber die Nervosität, die das Ganze ausgelöst hat, zeigt, warum die derzeitige Sicherheitslage so angespannt ist. Und daher gab es beim Innenministertreffen in Hamburg heute nur ein Thema: die Terrorabwehr in Deutschland. Sie lächeln zwar während des Gruppenfotos für die Journalisten, aber in Wirklichkeit ist die Stimmung bei den Innenministern angespannt. Grund dafür ist unter anderem diese Maschine, Air Berlin Flug Nummer 7377 aus Windhoek. Mit 7 Stunden Verspätung landete sie in den frühen Morgenstunden auf dem Münchner Flughafen. Ein Gepäckstück fiel im Sicherheitscheck auf. Das Bundeskriminalamt hat dazu eine Erklärung heute Morgen abgegeben. Mitarbeiter werden dort eintreffen, um die Dinge genauer zu untersuchen. Bis dahin möchte ich keine abschließende Bewertung abgeben. Die Kontrollen haben jedenfalls funktioniert. In ganz Deutschland sind die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. An Bahnhöfen und Flughäfen sind viel mehr Polizisten unterwegs. Sie sollen für Sicherheit sorgen, Ansprechpartner sein für die Bürger und auch mögliche Terroristen abschrecken. Worum es uns gehen wird, ist, dass wir versuchen, zusätzliche Informationen zu bekommen, um nach Möglichkeit Täter schon vorher zu fassen. Das ist die sicherste Methode, wenn es uns gelingt. Neben diesen sichtbaren Maßnahmen wollen aber einige der Innenminister auch die unsichtbaren verschärfen. Etwa die Vorratsdatenspeicherung. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass Telefon- und Internetverbindungen nicht mehr ohne Anlass für 6 Monate gespeichert werden dürfen. Ich glaube, eins, was ja jetzt sehr häufig im Gespräch ist, ist zum Beispiel, dass wir jetzt mal eine akut schnelle Regelung für die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Es kann nicht sein, dass wir hier gehandicapt wären, bei solchen Maßnahmen ein Stück Erkenntnisstand zu erhalten. Dann am späten Abend erreicht die Innenminister eine Nachricht, die für Erleichterung sorgen könnte. Es gibt eine Information, dass man nicht genau weiß, ob es wirklich eine Bombe ist oder ob es ein Fake war, um festzustellen, wie ernsthaft wird dort kontrolliert. Also diese Entwicklung wird im Moment besprochen. Auch wenn sich der Fund in Namibia nur als ein Fehlalarm herausstellen sollte, die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland bleiben erst einmal bestehen. Und dazu begrüße ich den Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Guten Abend, Heino Faldig. Guten Abend, Herr Zamperoni. Was nutzt diese Warnung vor konkreten Terrorgefahren in Deutschland eigentlich? Oder geht es da auch so ein bisschen um die Absicherung für den Fall, dass tatsächlich was passiert und Sie sich da nicht vorwerfen lassen müssen, Sie hätten nicht davor gewarnt? Ich glaube, verantwortliche Politik muss ehrlich sein und darf nicht Hysterie schüren. Das ist das Allerwichtigste. Aber wenn wir hier Informationen vorliegen, die einen Terroranschlag als deutlich wahrscheinlicher als bisher erscheinen lassen, die eine wirkliche Gefahr ankündigen, dann ist ein Minister, in diesem Fall der de Maizière, gut beraten, auch der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken. Und das hat er getan und das ist auch gut so. Und trotzdem lassen diese Warnungen einen ja so ein bisschen ratlos zurück, denn es bleibt halt doch diffus. Warum geht das nicht konkreter? Weil es keine konkreteren Informationen gibt. Wenn konkrete Informationen über konkrete Anschlagsziele bekannt wären, wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass eben diese geschützt würden. Und dann musste man auch nicht die Bevölkerung verunsichern. Mir ist bewusst, dass das eine Verunsicherung natürlich mit sich bringt, das ist klar. Aber da eben derartige konkrete Hinweise nicht vorliegen, sondern nur Hinweise auf eine generelle Gefährdungslage, deshalb muss in dieser Weise darauf hingewiesen werden. Und was soll diese verunsicherte Bevölkerung dann machen? Ich meine, einfach nur warten, bis irgendwas passiert oder hoffentlich nicht? Oder gibt es da konkrete Sachen, auch die man machen kann? Nein, das gibt natürlich kein Patentrezept, was den Bürgerinnen und Bürgern anzuraten ist. Das Wichtigste ist, dass sie die Ruhe bewahren, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ihre Gelassenheit bewahren. Auf der anderen Seite aber durchaus die Augen aufhalten und der berühmte herrenlose Koffer
Der sollte vielleicht jetzt nicht mehr ignoriert werden, sondern da sollte man vielleicht auch noch einen zweiten Blick drauf werfen und im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig 1-1-0 wählen. Ich will jetzt nicht dazu auffordern, alles und jedes kritisch zu beäugen, aber wenn einem etwas wirklich dubios erscheint, dafür gibt es die Nummer 1-1-0 und dann muss sie eben auch gewählt werden. Die Nummer der Polizei. Aber zum Beispiel, wie erkenne ich eine verdächtige Person? Gar nicht. Das wird Ihnen nicht gelingen, denn dafür gibt es auch kein Patentrezept. Verdächtige Personen werden in der Regel nicht verdächtig aussehen. Insofern, da kann Ihnen niemand helfen. Wenn Sie dann in den kommenden Wochen auch auf den Weihnachtsmarkt gehen? Da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich freue mich drauf. Heino Fahlig, vielen Dank für das Gespräch, Innensenator in Hamburg. Ein Gespräch, das wir ja vor der Sendung aufgezeichnet haben. Tja, mehr Aufmerksamkeit, aber wirklich viel mehr kann man als Bürger also nicht machen. Wie soll man dann mit dieser Terrorwarnung für Deutschland umgehen? Vielleicht doch öffentliche Plätze für eine Weile lieber meiden oder wie eben Hamburgs Innensenator ganz unbesorgt auf den Weihnachtsmarkt gehen? Kerstin Breinig hat sich umgehört. Unter Polizeischutz und hinter Absperrgittern. Für Berlin-Besucher ist der Reichstag Pflichtprogramm. Nur seit der Terrorwarnung des Bundesinnenministers ist das ein etwas anderes Erlebnis. Überall in der Stadt gibt es Hinweise und Warnungen, egal ob in den Bahnhöfen oder an den Haltestellen. Die Berliner allerdings lassen sich nur schwer beeindrucken. Wir haben ja irgendwie relativ häufig jetzt in letzter Zeit Terrorwarnungen gehabt. Und ich persönlich denke immer, wahrscheinlich trifft es mich. Und wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich auf der Straße vom Auto überfahren werde. Ich habe mich schon so oft aufgeregt und es kam nichts. Und jetzt hoffe ich auch, dass nichts kommt. Ich verfalle jetzt nicht in Panik, kann ich nicht sagen, nein. Panik wäre jetzt auch die falsche Reaktion und völlig unangemessen, sagen Psychologen. Man darf nicht wie ein hypnotisiertes Kaninchen nur auf so eine Bedrohung starren. Und man darf sie auch nicht ganz wegschieben, denn es gibt ja objektive Bedrohungsszenarien, es gibt gefährdete Orte. Am Berliner Flughafen geht alles seinen normalen Gang. Nur die Polizisten mit den schusssicheren Westen und den Maschinenpistolen sind neu. Doch die werden von den Reisenden nicht beachtet. In Großstädten ignoriere man zu viel. Nun müsse man aufmerksam sein, so der Psychologe. Wir müssen ein bisschen besser hinschauen und uns auch ein bisschen aktiver verhalten, als es eigentlich unsere Art wäre. Heißt mit statt nebeneinander und mehr Aufmerksamkeit füreinander. Zumindest solange die Möglichkeit eines Anschlags besteht. Wir werden damit leben müssen, dass wir solchen Bedrohungen ausgesetzt sind. Man ist allgemein hier in Berlin auch aufmerksam geworden. Denn seit den New Yorker Anschlägen hat sich in Berlin schon einiges geändert. Die Polizisten an der britischen Botschaft stehen dort schon seit Jahren. Die Zahlen sprechen dafür. Der Arbeitsmarkt scheint sich von der Krise zu erholen. Und was braucht man, wenn die Industrie wieder anzieht? Fachkräfte. Oft haben Firmen aber Schwierigkeiten, die hier zu finden. Also könnte man die im Ausland anwerben. Doch das scheitert oft an den komplizierten Zuwanderungsregeln. Diese möglicherweise zu lockern, darüber berieten Union und FDP am Abend im Kanzleramt. Doch vielleicht liegt es gar nicht nur an den Vorschriften, dass Fachkräfte aus dem Ausland andere europäische Länder bevorzugen. Gret von Petersdorf hat welche in Warschau getroffen und die haben Deutschland ganz bewusst den Rücken gekehrt. Im Zentrum von Warschau bietet die kleine Kebabbude eine Alternative zu Piroggen und Sushi. Irwan Erzoy lebte lange in Deutschland, vor 4 Jahren zog er hierher. Eine gute Entscheidung, meint er. Ich fühle mich hier besser aus in Deutschland. Ja. Polnisch, das hat er schnell gelernt. Eine polnische Frau hat er auch. Hier bekommt er offenbar das, was er in Deutschland vermisste. Anerkennung. Deutschland, ich weiß nicht. Manchmal die Leute gucken so von hoch. Ja, aber ein bisschen hoch als Nase. Es gibt Nachschub. Trockenfrüchte, Nüsse, türkische Süßigkeiten. Alles beliebt in Polen, freut sich Hulusi Sahin, der Geschäftsführer. Er hat an einer Elite-Universität in der Türkei studiert. Dann erfolgreich BWL in München. Das erste Vorstellungsgespräch in Deutschland? Da wurde er gefragt, ob er in die Moschee geht. Die Früchte sind süß. Die Erinnerung daran ist bitter. Als ein Ausländer hier zu leben, ist leichter als Leben in Deutschland. Also deswegen bin ich hier. Warum? Also es gibt nicht so viele große Vorurteile. Wer in den letzten Jahren hierher gekommen ist, der wollte vor allem etwas bewegen. Noch immer gibt es eine gewisse Aufbruchstimmung. Also große Nachfrage und auch weniger Konkurrenz. Es gibt nicht so viele Ausländer in Polen. Auf der anderen Seite.
Und zum Beispiel, es gibt ungefähr 2000 Türken in Polen, die davon 80% sind Arbeitgeber. Auch Murat Goksay ist Arbeitgeber. Erst als Bauingenieur, jetzt als Kebabbudenbesitzer. Vor 15 Jahren kam er direkt nach Polen, ohne Umweg über Deutschland. Der deutsche Blick auf seine Landsleute, zu einseitig, findet er. Migration verlaufe eben nicht immer gleich. Die Türken, die vor 40, 50 Jahren nach Deutschland kamen, die kamen aus wirtschaftlicher Not. Die, die vor 20 Jahren nach Polen kamen, die kamen wegen der neuen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings auf deutsche Autos, da lässt Murat Goksay nichts kommen. Im Bundeskanzleramt hat die schwarz-gelbe Koalition heute Abend auch stundenlang über zahlreiche Finanzthemen beraten. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten heute mit Astrid Fietz. Ein Thema der Spitzen von CDU, CSU und FDP war die Reform der Mehrwertsteuer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa soll der ermäßigte Satz für Lebensmittel nicht angetastet werden. Eine Kommission soll jetzt die weiteren zahlreichen Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer prüfen. Auf der Tagesordnung stand auch die Reform der Gemeindefinanzen. Die FDP will die Gewerbesteuer abschaffen. Die Union lehnte dies bisher ab. Ein greifbares Ergebnis gab es hierzu bislang nicht. Die Bundesregierung hat Pläne für einen neuen Bundesfreiwilligendienst vorgestellt. Er soll die Lücken füllen, die entstehen, wenn der Zivildienst im kommenden Jahr, wie geplant, zusammen mit der Wehrpflicht ausgesetzt wird. Die Dienstzeit ist in der Regel auf 12 Monate angelegt. Dafür sollen die Freiwilligen im Westen bis zu 324 und im Osten bis zu 273 Euro im Monat bekommen, zuzüglich Unterkunft, Verpflegung und Kleidergeld. Pro Jahr will die Regierung rund 35.000 Frauen und Männer für den Dienst gewinnen. Radfahrer dürfen grundsätzlich auf der Straße fahren. Kommunen können nur dann die Benutzung eines Radwegs anordnen, wenn an dieser Stelle das Fahren auf der Straße besonders gefährlich ist. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig bestätigte damit eine Regelung der Straßenverkehrsordnung von 1997. Trotz dieser Regelung zwingen viele Stadtverwaltungen Radfahrer aber immer noch, auch auf unproblematischen Straßen Radwege zu benutzen. Dort werden sie oft von abbiegenden Autofahrern übersehen. EU-Agrarkommissar Ciolos will den größten Haushaltsposten, die Beihilfen für die Landwirtschaft, neu verteilen. Vorgesehen ist, Zahlungen an große Höfe zu begrenzen und eine Umweltkomponente einzuführen. Insbesondere großen Betrieben in Deutschland und Frankreich drohen dadurch Millioneneinbußen. Die Bundesregierung und die Regierung in Paris kündigten Widerstand gegen die Reform an, die 2013 in Kraft treten soll. Knapp anderthalb Jahre nach der Insolvenz hat sich der US-Autokonzern General Motors erfolgreich an der Börse zurückgemeldet. Die Aktie legte am ersten Handelstag um 3,6% zu. Insgesamt soll der Börsengang mehr als 20 Milliarden Dollar in die Kasse bringen. Fast 17 Milliarden davon fließen an die US-Regierung, den Haupteigner des Autoriesen. Im ersten Zivilprozess gegen einen Guantanamo-Häftling in den USA ist das Urteil gesprochen worden. Der Tansanier Gailani war wegen Anschlägen auf US-Botschaften in Afrika angeklagt. Schuldig gesprochen wurde er nun in nur einem von mehr als 280 Punkten. Laut Justizministerium könnte Gailani dafür zu lebenslanger Haft, mindestens aber zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Das Strafmaß wird im Januar festgesetzt. Das ist meine Meldung. Die Meere der Welt sind sauer, zu sauer. Und schuld daran ist der Mensch. Denn je mehr Kohlendioxid wir in die Luft pumpen, desto mehr absorbieren die Weltmeere davon. Welche Folgen es haben kann, das hat nun zum ersten Mal der World Ocean Review zusammengefasst. Unter anderem ein Expertenbericht zum Zustand der Weltmeere, der heute in Hamburg vorgestellt wurde. Die Initiative dazu kam, es liegt ja auch irgendwie nahe, vom Chef des Mare Verlags. Die Weltmeere bedroht durch den Mensch. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, jedes Jahr um 3 Millimeter. Die Ozeane sind dabei der Motor des globalen Klimas. Meeresströmungen können für Eiswinter sorgen, für katastrophale Überschwemmungen. Erstmals dokumentiert ein umfassender Bericht diese Veränderungen. Der Verleger Nicolas Gelbke hatte vor 3 Jahren diese Idee. Meine Hoffnung ist, dass wir mit diesem Review tatsächlich eine kleine Anwaltschaft für die Meere darstellen und die Menschen dahingehend sensibilisieren, dass diese sehr komplizierten Prozesse tatsächlich nicht nur kompliziert sind, sondern auch weittragende Folgen für uns, für unsere ganze Zukunft haben.
der Mensch und seine Einflüsse auf das Meer. Giftiges Kohlendioxid aus der Luft verbindet sich mit dem Wasser der Ozeane, sie übersäuern. Kalkskelette und Schalen der Meerestiere werden angegriffen. Die Kieler Forscher haben diese Belastungen jetzt umfassend nachgewiesen. Zu sauer kommt daher, dass das CO2, was ja das außenanregende Gas ist für den Klimawandel, auch im Meer aufgenommen wird. Der Ozean ist sehr hilfreich. Er nimmt mehr als die Hälfte des menschengemachten CO2 auf, macht das Klima erträglicher für uns. Aber dort,